Hola, buenos días. Dieses Mal sitze ich nicht in Lanzarote, sondern ich bin gerade bei meiner Mama auf Arbeitsurlaub und ich mache heute das Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau zusammen, einer Unternehmerin, der deutschen Designerin Sinda Morawitz. Und die Cindy lebt in Mallorca, das heißt, wir leben beide auf spanischen Inseln und machen von hier aus unser Business gemeinsam. Viele, die mich kennen, wissen, ich bin Stylistin. Bei mir geht es zum Thema, welche Farben dir stehen, was die Farben hier in deinem Gesicht bewirken und welches Styling zu deiner Persönlichkeit passt, zu deiner ganzen Proportion und so weiter. Aber zuerst mal bienvenido, liebe Cindy. Stell dich gerne so. Hallo, buenos días. Hallo, grüezi. Liebe Cindy, erzähl uns doch gerne, warum du auf Mallorca gelandet bist, nachdem du ja eigentlich auch aus Deutschland kommst, so wie ich eben auch aus Österreich und wir nicht mehr in unseren Heimatländern leben. Liebe Elisabeth, das würde eine ganze Sendung sprengen. Ich versuche es also einfach mal kurz zu machen. Die Basis dessen war, ich habe ja schon vorher 15 Jahre in Hamburg gelebt und auch gewirkt und auch als Designerin und habe festgestellt, dass ich sehr begrenzt bin in allem, gerade in meiner Arbeit, was die Farben angeht, weil gerade im Norden ist alles ein bisschen konservativer und die Businessmode ist ein bisschen grau, braun, schwarz, navy und ich bin wirklich ein Sonnenkind und ich liebe Farben und habe mich schon vorher auch in die Insel verliebt. Und als die Möglichkeit bestand, dass ich aus Hamburg wieder weggehe, war ich offen, überall hinzugehen. Und auf Mallorca habe ich sehr, sehr viel Urlaub gemacht. Es ist ein Kraftort für mich, wo ich immer hingekommen bin, wenn es heißt, in sich selbst reinspüren und in seine Kraft kommen. Und von daher ergab sich das Angebot, dass eine Freundin, eine Kundin mich eingeladen hat. Ich bin nach Mallorca gezogen, um einfach wirklich diese Farbenvielfalt zu leben. Und da bin ich natürlich auf Mallorca auch sehr willkommen, weil hier werden super gerne meine Lieblingsfarben getragen. Das sind alles, was mit dem Meer zu tun hat. Ich liebe Korall, ich liebe Lachs, ich liebe Aqua, Blautöne. Und da bin ich natürlich hier am Meer genau richtig und kann mich total austoben. Ja, dann die Sonne, das Wetter, man ist immer inspiriert und motiviert. Und jetzt lebe ich schon seit 7 Jahren auf Mallorca und bin sehr happy und ja, kann mich hier total ausleben in allen Bereichen der Mode. Du sprichst genau alles das an, was ich, warum ich natürlich auch auf Lanzarote lebe. Aber das Schöne ist ja, dass ich habe schon, ich mache das ja mein Styling-Business schon seit 20 Jahren und habe das davor am Ammersee gemacht, wo ich gelebt habe. Und vor 11 Jahren bin ich ausgewandert, habe dann mein Styling-Business in einem Fünf-Sterne-Hotel bei mir in Playa Blanca gemacht. Und seit einem Jahr, das ist für mich der absolute Traum momentan, dass ich online arbeite. Das heißt, ich bin jetzt momentan bei meiner Mama in Salzburg und in einer Woche oder zwei bin ich in Lanzarote und dann irgendwann bei meiner Tochter in London und ich arbeite immer von wo ich gerade bin. Und ich habe ganz lange eine Designerin gesucht, wenn meine Kundinnen zum Beispiel die Farben kennengelernt haben, welche Farben sie wirklich zum Strahlen bringen und was dann das Ganze umgesetzt wird in Das Kleidung. Genau, in Kleidung. Und dann habe ich dich, Cindy, gefunden. Ich glaube, vor einem guten Jahr sind wir uns begegnet und ich habe gesagt, wow, jetzt habe ich genau die perfekte Mischung. Erzähl mir ein bisschen von dir. Wir haben ja dann zusammen angefangen. Du hast bei mir die Farbberatung, Farbreise gemacht und danach das Styling, Ausschnittformen. Erzähl ein bisschen, wie das für dich war. Ja, genau. Es war super, weil ich jetzt auch schon seit 20 Jahren als Designerin arbeite, sehr viel live an den Kunden in Hamburg, als ich nach Mallorca ging und meinen Showroom gemacht habe, auch sehr viel live. Und während der letzten 2 Jahre habe ich natürlich, wie viele, mein Business auch online ausgeweitet, weil ich bin zwar nach Mallorca gegangen, aber ich habe immer noch 90% meiner Kunden in Holland, Österreich, Schweiz, vor allen Dingen Deutschland. Und da ist es halt umso wichtiger, dass man trotz dieser Online-Geschichte eine Art von Beratung anbietet. Und eins zu eins konnte ich das immer so intuitiv machen. Also eine Kundin hat was angezogen und ich konnte sagen, ich weiß nicht warum, aber das steht hier nicht. Also und auch selbst habe ich ohne diese Farbreise vorher schon immer intuitiv gewusst, was steht mir und was steht mir nicht. Ich konnte es halt nur nicht erklären. Und das ist für eine Kundin schwer zu greifen, weil sie soll es ja auch mit nach Hause nehmen, dieses Wissen. Und dann haben wir uns getroffen
Und dann haben wir gesagt, komm, ich mache mal die Farbreise bei dir, um einfach ein fundiertes Wissen zu haben und jetzt auch zu verstehen, warum welchen Hauttönen welche Farben stehen. Und dann haben wir die Farbreise gemacht und dann gab es immer dieses A und O. Und jetzt verstehe ich genau, warum. Ich bin ja auch ein Wintertyp, ich bin ein kühler Typ, das war mir vorher schon klar. Aber ich habe zum Teil auch Farben getragen, die, es würde jemand anderes nicht auffallen, dass die Farbe mir nicht steht, aber wir haben halt festgestellt in dem Test mit der Farbe im Gesicht, dass es wirklich so die Gesichtsform verschwimmt und das wollen wir nicht. Wir wollen straight und im Hier und Jetzt sein und ja, habe die Farbreise mit dir gemacht. Das hat mir nochmal so eine wirklich gute Basis gegeben, um das an meine Kunden weiterzugeben. Ich kann denen jetzt also genau sagen, nein, dein Hauttyp passt deswegen nicht, weil du hast jetzt einen olivfarbenen Hautton, dementsprechend passt die Farbe oder die zu dir. Und nun sind die Kunden natürlich überzeugter, weil sie einfach wissen, wovon ich spreche und können das dann auch wiederum in ihr anderes Shoppingverhältnis übernehmen. Dann haben wir ja noch danach das Folgeprogramm gemacht über Ausschnittformen. Auch das war super interessant für mich zu wissen, dass ich das meinen Kunden weitergeben kann, weil man sieht einen Riesenunterschied, was ein Ausschnitt macht. Je nachdem, ob ich einen kurzen oder langen Oberkörper habe, welche Gesichtsformen. Vorher hat man das intuitiv gemacht, jetzt kann ich hingreifen, das Kleid rausholen, weil ich kenne die Kundin, sie zieht es an und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich erkläre ihr, warum. Und sie ist nicht nur dankbar, dass sie bei mir das perfekte Kleid gefunden hat, sondern dass sie das in ihr anderes Shoppingverhalten mit aufnehmen kann. Und von daher ist unsere Symbiose perfekt. Ja, also das passt super zusammen, weil am Ende haben die Kunden das ganzheitliche Konzept, von dir die Farb- und die Stilreise, von mir die perfekte Passform des Kleides dazu, denn darauf habe ich mich spezialisiert. Es gibt für jede Frau das passende Kleid, man muss halt nur wissen, welches das ist. Genau. Und es hat sich wirklich bestätigt, dass keine Kundin rausging, ohne dass ihr ein Kleid gepasst oder gefallen hat. Und ja, das ist eine super Kombination mit uns beiden. Absolut, Cindy. Du sprichst mir so aus der Seele, weil ich bin ja ein Kleid-Fan. Ich trage immer Kleider. Ich bin wirklich jeden Tag im Kleid unterwegs. Warum ich Kleider so liebe, ist, weil wir von Kopf bis Fuß angekleidet sind. Und dann mit der Schuhwahl eben dann, je nachdem, welchen Anlass wir haben, wir können das Kleid ein bisschen upgraden oder eben auch ein bisschen relaxter, entspannter mit Sandalen oder Flats anders stylen. Und Kleider ist mir ein ganz wichtiger Aspekt immer schon gewesen, weil ganz viele Kundinnen von mir sagen oft, ich trage keine Kleider, mir passt kein Kleid und das ist so wie bei dir, ich versuche das oder ich zeige das der Kundin, das zu widerlegen, wenn sie das möchte natürlich. Und das Spannende ist ja das, Cindy, wir haben vor einigen Wochen ein Pilotprojekt gemacht mit einer ganz, ganz langjährigen Kundin von mir aus Luxemburg. Und dann haben wir es getestet. Sie war bei mir damals das war noch vor der Zeit, als ich noch nicht online gearbeitet habe. Sie war damals bei mir im Ladenlokal, im Hotel und sie weiß ihre Farben, ihre Ausschnittform, ihre Proportion und so weiter. Und wir zu dritt haben wir uns dann auf Zoom getroffen. Das heißt, meine Kundin war von ihrem Hotelzimmer zugeschaltet. Du warst bei dir in Mallorca und ich bin in meinem Studio in Lanzarote gesessen. Zu dritt haben wir das dann erarbeitet. Die Farben haben wir ja gewusst. Wir haben alle drei die gleiche Sprache gesprochen. Das heißt, sie war auch oder ist auch eine Winterfrau. Dann war es ganz schnell klar, welche Farbwahl sie treffen wird. Und dann haben wir über die Ausschnittformen gesprochen. Wir haben über die Ärmellänge gesprochen und wie lang das Kleid sein soll. Also wir haben wirklich von allen beiden unserer professionellen Seite haben wir sie beraten und sie war super, super happy, hat sich das Kleid dann bei dir bestellt. Ja. Und seitdem flaniert sie damit in ihrer Heimat in Luxemburg. Und das hat mich so gefreut, weil das war immer mein Traum, dass meine Kundin wirklich das lernt und umsetzt und danach einfach das Styling so einfach wird. Ganz klasse. Und da möchte ich mal ganz kurz reingehen und nochmal sagen, warum ich so happy bin, dass wir uns gefunden haben. Weil du warst das letzte Puzzleteil, was noch bei mir fehlte sozusagen. Dadurch, dass ja 90% der Kunden wirklich online shoppen und es heutzutage so anonym ist, das fand ich halt schade. Ich dachte, man müsste doch kombinieren können, Online-Shopping trotzdem mit Beratung. Denn was hat man beim Online-Shopping? Man hat eine super hohe Rücksendequote, weil alles anonyme, der Kunde bestellt etwas, sieht es am Model, hat keine Ahnung über seine Farben und Maße. Das Kleid kommt, es ist super schön, aber der Kunde schickt es zurück, weil er gar nicht weiß, dass es nicht seinem Typ entspricht. Alle sind frustriert, der Kunde ist frustriert, ich bin frustriert.
Und das muss einfach nicht sein. Und mir fehlte diese kleine Verbindung, dass der Kunde erstmal weiß, welche Farben stehen ihm, welche Formen stehen ihm. Und dann noch eine kleine Beratung, dass ich mir den Kunden sehe, seine Maße, seine Proportionen, so wie ich das sonst im Ladenlokal habe, und ihn wirklich, dass wir ihn zu dritt, also zu zweit so beraten können, dass es eben nicht passiert mit dieser Rücksendung. Und deswegen war ich so happy, dass es mit der benannten Kundin von dir, es hat auf den Punkt gepasst, sie war so süß und hat dann sofort zurückgeschrieben, ich habe mein erstes Kleid, was perfekt passt. Und mich war genauso happy, weil wir halt vorher das beraten konnten und endlich das richtige Kleid zur richtigen Kundin kam. Und deswegen ist die Kombination zwischen dem bequemen Online-Shoppen von zu Hause, aber die Beratung, wie man sie im Laden hätte, ein unschlagbares Tool, was wir haben und was ich einfach jeder Kundin von dir, von mir ans Herz legen kann zu nutzen. Absolut. Und es ist so herrlich, weil ich habe morgen zum Beispiel, mache ich auf LinkedIn oder via Zoom meine Zielsprechstunde, die ich einmal im Monat anbiete. Und da geht es nämlich auch genau um das, dass es geht immer um das, dass meine Kunden dieses Wissen haben, auch diese Fakten, die werden sich nie ändern. In meinem Fall, ich bin ja eine Herbstfrau, das heißt, ich bin das Gegenteil von deiner Farbwahl. Ich wähle meine Kleider und meine Farben immer in warmen Tönen, sprich gelbliche, warme Töne. Und dann kann die Kundin einfach, sie lernt das so präzise. Ich habe heute auch wieder eine Farbreise im Nachmittag und ich habe da gewisse Tools mir zusammengestellt, dass die Kundin das wirklich lernt, wann ein Ton kühl oder warm ist. Und dann eben, heute zum Beispiel trage ich eine Herzausschnittform. Es gibt so viel mehr Kreative. Meistens sind die Ausschnittformen rund oder V oder vielleicht noch eckig, aber es gibt so viel mehr. Und das habe ich auch, freut mich auch bei dir in deinem Shop zu schauen, wie viele Ausschnittformen du eben auch anbietest. Vor allen Dingen kann man es kombinieren, weißt du. Es gibt bestimmt mal ein Kleid, wo du irgendwo shoppen gehst, hast den perfekten Ausschnitt, aber dann passt es unten nicht. Und wir haben ja was wie ein Setzkastensystem. Du kannst dir ja aussuchen, Länge des Rocks, Ausschnittform, Farbe, Ärmel. Also man kann sich eigentlich genau sein individuelles Kleidungsstück zusammenstellen, ne? Absolut, genau. Bei mir ist es eben so, also ich stelle morgen auch in meiner Stilsprechstunde auch noch ein neues Service vor, das ich morgen erst loslasse an meine Kundinnen und Kunden, wo ich dann auch nochmal drauf eingehe, was wirklich die Zukunft bringt, damit wir eben einen nachhaltigen Kleiderschrank haben. In meinem Kleiderschrank sind nur noch meine Farben, nur noch meine Materialien, meine Muster. Ich kaufe nichts, weil ich einfach die Fakten habe und das möchte ich vermitteln. Und meine Kundin kann danach in ein Geschäft gehen, wo sie einkauft, oder sie kommt zu dir mit der Kombination, dass sie eben weiß, dass sie meine Farben, meine Ausschnittformen, vielleicht brauche ich die Ärmel ein bisschen weiter oder ein bisschen enger, was auch immer. Und die dritte Version ist natürlich, wenn man dann ganz zur Schneiderin geht, sich dann das richtige Stoffmuster und Materialien aussucht. Diese drei verschiedenen Möglichkeiten gibt es und das ist das Tolle daran, dass die Frauen einfach, ich nenne das gern mit Fakten einkaufen und nicht nur mit Gefühl. Gefühle sind toll, aber es ist eine 50-50 Chance, dass man den Schrank voll hat und davon nur 20% trägt. Genau. Cindy, wie geht es bei dir weiter? Was sind so deine nächsten Schritte, was du so planst für die Zukunft mit deinem Business? Also ich habe ja viele Projekte, aber wir wollen uns ja heute mal auf das eine konzentrieren. Und witzigerweise sagst du gerade, bei dir kommt ein neues Tool dazu, bei mir auch. Also ich arbeite mit einem Team von Online-Programmierern gerade zusammen. Da ich ja aus 20 Jahren Erfahrung einfach weiß, was ist das perfekte Kleid für jeden oder was muss ein Kleid haben, um es wirklich fast für jeden perfekt zu machen, bauen wir gerade an einem Online-Shop, der super, super leicht zu bedienen ist und der genau alles gleich automatisiert abfragt. Es wird einen Fragebogen geben, wo dann zum Beispiel deine Kunden auch schon mit ihren Farben und Ausschnitten arbeiten können. Und es wird ein visualisiertes Tool geben, wo du dir dein Kleid online zusammenstellen kannst und wirklich die perfekte Passform. Denn momentan ist es ja so, wir haben Größen von Größe 34 bis 44, so, da haben wir 34, 36, 38. Aber bitte, welche Frau passt denn in eine genaue Größe? Die Erfahrung hat gezeigt, sie hat oben die 34, in der Mitte hat sie eine 36, unten eine 38. Also, und ein Kleidungsstück wie ein Kleid, was wirklich von oben bis unten gut sitzen sollte, müsste aus verschiedenen Größen bestehen. Und da haben wir jetzt ein Tool entwickelt, durch Abfrage der Körperform, der Körbchenform und so weiter,
dass die Kundin sich online theoretisch ihr perfektes Kleid kreieren kann und visuell dann auch schon anschauen kann und eventuell sogar mit neuer Artificial Intelligence einen Avatar erstellt, an dem sie sehen kann, mit ihren Körperformen sieht das Kleid so und so aus. Genau, das ist ein Projekt, was jetzt zum Herbst umgesetzt wird. Da bin ich total gespannt drauf. Und das greift dann wieder in das ein oder das zusammen, was wir jetzt eh entwickeln. Und ja, die Reise geht dahin, dass man online trotzdem sein perfektes Kleidungsstück kreieren kann. Und natürlich eine Menge Spaß dabei hat. Man kann sich halt ein bisschen selbst als Designer ausleben. Ausprobieren. Genau. Ja, das ist so aktuell geplant. Das hört sich super spannend an, Cindy, weil das nämlich genau wieder um das geht. Das ist ja die Herausforderung bei Kleidern generell, dass eben, wie du sagst, die obere Größe oder Oberkörpermaße oft anders sind wie eben an der Hüfte oder was auch immer wir haben. Und das finde ich super. Das freut mich dann, wenn das dann soweit ist, Cindy, du sagst mir Bescheid und wir machen dann wieder mit einer Kundin gleich das Pilotprojekt, um es auszuprobieren. Ja, wir sollten das vorher auch schon ein bisschen zusammen machen, weil man kann natürlich auch in diesem Fragebogen dann gleich angeben, welcher Farbtyp man ist und dann werden ihm automatisch schon entsprechende Farben vorgeschlagen. Ne? Mhm. Weil es ist schlimm, die Qual der Wahl zu haben und wenn du schon weißt, dass, sage ich mal, 70% dieser Farben dir eh nicht stehen, warum sie dir angucken? Ganz und da kommen wir dann auch wieder zusammen, aber da sprechen wir nochmal in Ruhe drüber, wie wir das umsetzen. Das ist ja ehrlich gesagt immer, wie gesagt, darum höre ich sehr oft von Kundinnen, die sagen, mir passt kein Kleid. Und ich habe davor immer gesagt, du sagst also jetzt immer noch, dann sage ich dann, geh mit diesem Kleid zu einer Schneiderin. Da verdrehen dann gleich alle Kundinnen die Augen, sagen, wie jetzt? Ich kaufe doch ein kleines Kleid, das ich wieder zuerst zur Schneiderin bringen muss. Also es geht immer, je nachdem, was die Kundin gewillt ist. Also ich gehe immer, wenn ich mir ein Kleid kaufe, zur Schneiderin, weil ich habe zum Beispiel keine Teile und das darf meine Schneiderin dann immer mir kaufen. Außer wenn du Dress to Impress trägst. Absolut. Das innovative Material passt sich halt über mindestens zwei Größen an. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis. Das Material shaped, es ist bequem, atmungsaktiv und du kannst mal 2-3 Kilo zunehmen und es passt immer noch. Genau. Ja? Absolut. Das ist nämlich schon mal das erste Secret, was schon mal ein Riesenvorteil ist, ne? Bei unseren Kleidern. Ja. Und ich kann es wirklich bestätigen, Cindy, die sind so super bequem, deine Kleider. Also ich liebe es. Ich habe nur leider, ich reise oder bin gerade wieder mit Handgepäck gereist nach München und Salzburg. Und musste mich limitieren, weil ich ja meine ganzen Arbeitssachen mitnehmen muss. Also ich bin sehr minimalistisch hier geworden. Das heißt, die nächste Frage ist, wie weit, also wir haben ja auch schon Kleidergrößen von 46, 48, 50. Das ist ja oft die Herausforderung, dass Frauen oft sagen, wow, für meine Größe bekomme ich nichts. Erzähl doch da noch mal kurz zu dem Thema etwas. Du hast vorher schon die Größen erwähnt. Du bist schlank, aber wie gesagt, viele Frauen haben eben das Thema, gerade in meinem Alter, dass sie sagen, ich habe keine 38 mehr. Aber da möchte ich mal was sagen zum Thema schlank. Ja, ich bin schlank, aber ich habe auch meine Problemzonen. Aber warum sieht es niemand? Weil ich weiß, wie ich sie kaschiere. Also grundsätzlich habe ich keine schlimmen Problemzonen, aber ich habe auch so meine kleinen Tricks und Kniffs. Und das ist auch das, was ich den Kunden weitergebe. Aber du hast natürlich recht, also die Standardkollektion geht von Größe 34 bis 44. Das ist auch etwas, was ich online vertrete, also wo man sagen kann, das kann man online bestellen. Es geht auch bis Größe 50, also 46, 48, 50 biete ich auch an. Dann aber definitiv mit einer Beratung dazu, weil das Problem an der Sache ist, dass wir ja auch online, also wir bestellen ja fast jedes Kleid für die Kundin her und bieten halt auch so viele Farben an. Und eine Kundin, die eine Größe 46 bis 50 trägt, ist leider etwas unsicherer als eine andere Kundin. So kann es also vorkommen, sie ist mal heute mutig, bestellt sich das Kleid in Pink in Größe 48, obwohl sie vielleicht nicht mal ein Typ ist, der Pink tragen kann. Es kommt zu Hause an, sie sagt sich, nee, geht gar nicht, schickt zurück. So, dann habe ich in Pink ein Kleid in Größe 48 im Lager und das wahrscheinlich noch 3 Jahre. Um das zu verhindern, möchte ich, aber auch bei den anderen Größen, dass man das halt mit einer Beratung verbindet. Aber es gibt definitiv Schnitte, die in diesen Größen eine wunderbare Silhouette formen und auch kaschieren und wiederum zum Beispiel eine Taille zaubern. Da kann man mit Schößchen, mit Abnähern arbeiten, wo die Kundin vorher an anderen Kleidungsstücken keine hat. Denn ich finde nichts schlimmer, als in einer großen Größe wallige Kleidung zu tragen. Das trägt noch mehr auf. Lieber ein gut geschnittenes,
Etui-Kleid, was genau die Vorteile, denn jede Frau hat ihre Vorteile, die eine hat schlanke Beine, die andere Arme, diese hervorheben und man sieht definitiv viel besser aus. Und deswegen bitte Frauen mit etwas größeren Größen, seid mutig, es lohnt sich. Ja, absolut. Das ist ja auch immer so mein Konsens. Ich sage immer, die Größe, die Figur ist egal, lerne sie einfach zu kleiden. Und das kann ich bestätigen, weil ich habe bei dir, du hast mir einige Fotos auch durchgeschickt. Die von einfach, Kundinnen. Ganz genau, von Kundinnen, für die das okay ist, wenn man das veröffentlicht, und habe das auch gesehen und kann das wirklich bestätigen. So klasse, Cindy. Ich bin schon so gespannt. Ja. Ich freue mich total auf unsere Zusammenarbeit weiterhin, weil es geht einfach wirklich so einfach wie möglich es zu machen. Fakt ist, man ist überfordert, wenn man bei dir auch im Shop schaut. Wie gesagt, es gibt so viele Formen und Farben. Und wenn ich keine Ahnung habe, was mir steht, dann bin ich einfach überfordert. Das ist ganz normal. Und genau diese Qual der Wahl möchten wir euch rausnehmen. Macht zuerst eure Farb- und Styling-Reise und dann gehen wir gemeinsam zur Cindy und ihr findet die perfekten Kleider. Und ich kann es wirklich bestätigen, auch wenn es warm ist, bei mir ist es ja in Lanzarote auch warm, die sind super atmungsaktiv und die kann man wirklich toll tragen. Wunderbar, ja. Cindy, möchtest du uns noch ein Schlusswort mitgeben? Ja, also ich möchte halt wirklich nochmal betonen, es gibt den Online-Shop, er ist momentan noch nicht optimal, bauen es halt gerade um, dass man eben nicht verwirrt ist, weil es gibt super große Auswahl an Formen, an Farben und es wird eine neue Struktur geben, die leichter zu bedienen ist, was aber wirklich wichtig ist, entweder wenn ihr Fragen habt, bevor ihr irgendetwas bestellt, die Farbreise bei der Elisabeth machen, ganz, ganz wichtig, weil das ist schon mal der erste Schritt. Oder online ist der Live-Chat von 10 bis 18 Uhr auf der Webseite, die du vielleicht nochmal irgendwie verlinken kannst, den Webshop. Ihr könnt da gerne stöbern. Wenn ihr Fragen habt, keine Scheu, zwischen 10 und 18 Uhr ist der Live-Chat, also ganz easy peasy, man muss nicht mal anrufen, man kann den Live-Chat nutzen, seine Fragen stellen, bekommt dort die Beratung und da würde ich mich sehr freuen, wenn das auch genutzt wird, aber ich denke, nach unserer Einführung wird jeder verstehen, dass er bewusst und mit Beratung shoppen sollte. Und dann kann ich nur sagen, ich freue mich auf ganz viele neue Kunden, die uns gemeinsam sozusagen buchen und ihre Reise machen. Und aus der Erfahrung meiner anderen Kunden kann ich sagen, also ich mache das auch seit 20 Jahren, ich habe seit 15 Jahren zum Teil Kunden, wenn die einmal wissen, was ihnen steht, werden die immer wieder zurückkommen und bestellen sich jedes Jahr ein neues Kleid in einer neuen Farbe. Weil wenn du einmal weißt, wo du dein perfektes, deine Hose, deinen Blazer, deine Schuhe bekommst, gehst du immer wieder hin. Weil wir haben auch die Maße aufgeschrieben. Also das erste Mal muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber sobald wir die Maße und alles haben, sind die anderen Bestellungen wirklich ganz, ganz einfach. Absolut. Und ich mache ja auch mit meinen Kundinnen den Figurtyp und wir messen ihn quasi auch schon. Das heißt, wenn die Kundin bei mir war mit ihrem Farben und Styling, dann hat sie auch ihre Maße, die wir gemeinsam vermessen haben. Das geht alles online und dann geht es eben auch direkt. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Ich habe bis jetzt jede Kundin glücklich gemacht. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ich lasse keine Kundin gehen, bevor sie nicht 100% glücklich ist. Denn das ist die beste Werbung, die man haben kann. Absolut. Vielen herzlichen Dank, liebe Cindy. Viele Grüße nach Lanzarote, sage ich schon. Und wir haben uns noch nie live gesehen, aber irgendwann werde ich es auch schaffen, dass ich dich mal auf deiner Insel besuche, liebe Cindy. Ja, und ich komme zu dir. War ja eigentlich am Anfang mal geplant, aber die letzten 2 Jahre waren einfach Herausforderung. Aber wir konnten es online lösen, das ist das Wichtigste. Ja, hat mich gefreut. Ich mich auch. Einen schönen Tag wünsche ich dir, Cindy, und wir hören uns. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.